So, Freunde, wir sind wieder da. Heute mit dem Spiel War Thunder. Im Prinzip World of Tanks in der Luft, nur ein bisschen cooler. Ja, ich weiß, es fühlen sich alle auf den Schlips getreten, ist mir aber egal, denn wir haben es gerade entdeckt so. Ist relativ lustig, kurzweilig. Gerade Dabei entdeckt. ist heute der Bestie. Patschka ist auch mit an Bord und wir haben uns noch den Horror dabei geschnappt. Der ist, Yes. ja, ein Kollege von uns wohl. Ja. So ist das Leben. Der Euro ist einfach da, der ist nur Deko. Genau. Der kann das gar nicht. Nö, ich bin Noob, so. Genau. Ja, mega, mega Noob ist Der er. übelste Absolut. Kacknoob. Ja, willkommen bei einem neuen Let's Play von uns. Genau, muss ja natürlich wieder sein, dass das Wort fällt. Haben wir das erwähnt schon, dass wir das neues Let's Play ist von uns? Ach. Also ein Let's Special Play? Ja, stimmt, es ist tatsächlich ein Let's Special. Play. Play. Let's be special. Dementsprechend ist das Ganze etwas specialiger gehalten. Genau, nämlich kurz und knackig. Drei So. Schlachten, bisschen über das Spiel erzählen, wer Ahnung hat. Wer nicht, erzählt einfach nichts. Das heißt, ihr werdet die ganze Zeit nur die Flugzeuge hören. Sowas halt. Ja, und dann da, 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 Nee, ist da, aber da, ganz da, da. lustig, aber schwieriger als man denkt. Ja, ihr habt hier oben eure Flugzeuge. Standardmäßig habt ihr drei Slots. Die anderen müsst ihr für Ingame-Währung dazu kaufen. Den letzten Slot für die Währung, die kriegt ihr aber anfangs ein bisschen geschenkt. Ja, ansonsten nach jeder Runde kriegt ihr dann einen gewissen Satz von dem hier und könnt euch dafür dann neue Flugzeuge, Verbesserungen und all so einen Scheiß holen. Jedes Flugzeug, was ihr habt, ist weg, wenn es abstürzt. Deswegen ist das schon irgendwie ganz cool. Man achtet ein bisschen mehr auf sein Flugzeug und hat auch ein bisschen mehr Wut im Bauch, wenn man es dann weggerammt kriegt, was hier eine sehr, sehr gern genutzte Technik ist. Ja, ansonsten Steuerung mit der Maus, links, rechts. Dann A und D zum Rollen machen. Dann könnt ihr ein Looping machen, wenn ihr Bock habt. Habe ich jetzt aber keinen. Und ansonsten, da, 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 da. Ja, das wäre es im Prinzip schon zur Steuerung. Man hat noch Q und E für den hier. Ja. Und Auf dann würde wen ich gehen wir? sagen, gehen wir los. Wir sind hier gerade hier, die grünen Leute seht ihr direkt eure Buddies, die blauen die Kollegen und die roten sind die Bösen. Alter. Und ich würde sagen, wir suchen uns jetzt mal einen aus. 61 Mann. Was ist das denn? Mit C könnt ihr euch umgucken, da oben Wen holen wir uns dümpelt der jetzt? Wen Paschka holen wir uns lang. jetzt? Ich habe über das 6G, was los? Ich bin nicht so fett. Da, ich bin hinter Horror. Ich fliege dir nach Immun. Horror. Okay, Alter, der ich fliegt fliege auch auch zu sofort mit ihm. seinen Bomben los, Dann Mann. lass Ja. uns den Sarino nehmen. Oh Gott, da sind aber jede Menge Flachs. Fliegt da nicht drüber weg, ne? Da sind Flachs am Boden. Fliegt da nicht hin. Sag ich und flieg selber hin. Ich muss hier weg. Basti, was machst du da? Alter, du. Oh Gott. Wo ist denn der Paschka? Da hinten. Komm, den holen wir uns jetzt mal. Kann ich euch direkt das Zielsystem zeigen? Mit rechts könnt ihr zoomen. Das finde ich nicht so prickelnd. So, wenn er auf einer gewissen Höhe ist, seht ihr den kleinen Kreis. Das ist quasi der Vorhaltepunkt, wo ihr hinhalten müsst, um den zu treffen. Es ist ziemlich schwierig. Fuck, mein Heck ist so getroffen, Alter. Scheiße. Oh, und da habe ich direkt einen Kill gemacht. Jawohl, den sogar auf Film, auf Band. Ich habe jetzt schon eine Stunde oder zwei Spielzeit und direkt meinen vierten Kill oder so auf Band. Das gefällt mir natürlich. Ihr seht, wie die Maus schwankt, also es ist gar nicht mal so einfach. Boah, er fliegt aber hier im Manöver, ey. Oh, Horror, ich bin hinter dir. Ja, ich habe versucht, mir Raketen zu holen, aber irgendwie. Übrigens, Friendly Fire ist auch im Arcade-Modus an, ne? Okay, gut zu wissen, das war wahrscheinlich eine Anspielung. Ja, ich bin deine Schütze die ganze Zeit. Non-Treffer. Ja, zerstört. Oh mein Gott, Jawoll, schießt mich ab. Hilfe, Hilfe, Leute, ich brauche Unterstützung. Ja, gegen die Flachs kann ich nichts tun. Ja, dann mach mal was. Kauf dir mal was gegen die Flachs. Ja, ich stürze ab. Dafür brauche ich einen Bomber. Ja, schau dich doch mal an, Alter. Schau dir mal was an. Du bist ein Bomber. So, ach, weiß ich, ist alles in Lot. Ja, ich suche mir mal ein paar neue Feinde, wa? Ja, oh, da kommen nochmal zwei Freunde. Du wirst immer noch beschossen Und von wo den ist denn Dingern. hier ein Flugplatz zum Landen, Mann? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Du mal M, Paschka. Oh, jetzt habe ich auch einen abgekriegt. Oh, jetzt habe ich noch einen abgekriegt. Scheiße. Ich muss Ja, hinter die das wird schon Bergkuppe. holen hier, den. Mann, ja, ist da. So, okay, ich muss auch zum Flug. Oh, ich glaube. Da hängt einer an mir dran, deswegen kriege ich die ganze Zeit rein. Ich dachte, das wäre eine Flak. Hilf mir, Horror! Wo bist du denn? Ach da, warte, ich drehe. Du hast zwei am Haken, ne? Nein, jetzt bin ich tot. Achtung und Aufprall. Ja, ich wollte euch mal zeigen, wie das aussieht, wenn man stirbt. Komm mit, Jonas, ich bin bei dir, bei dem Typen mit dran, gleich.
Ja, der Typ ist irgendwie ein bisschen. Und jetzt seht ihr, das Flugzeug ist down. Jetzt müssen wir uns ein neues auswählen, mit dem wir jetzt in die Schlacht ziehen. Dann nehmen wir uns nochmal das hier zur Hand. Wenn alle Flugzeuge weg sind, dann seid ihr zum Warten, verdammt. Also muss man gut drauf aufpassen, was man hat. Ja gut, also. Hinten dümpelt Bursty rum, bitte. Da seht ihr übrigens die Landebahn. Wenn ihr darauf landet, dann werdet ihr Flugzeug repariert. Ich habe ihn gleich, brennt schon. Jetzt kommen wir mal zu den anderen. Ich flieg mal Bursty. Jo, hab ihn. Da vorne seht ihr Paschka. Alter, ich brauche eine Landebahn, Alter. Mein Heck ist sowas von Schrott, Alter. Huh? Jonas, warst du das gerade? Ja, ich bin vor dir abgestürzt. So. Müssen wir ein paar mehr Bodenfahrzeuge zerstören. Also Future, ich versuche dir zu folgen. Mein Flugzeug ist etwas langsam, aber auf meinem Flugzeug steht Mami drauf. Ich darf langsam fliegen. Oh, da sind Bodenziele. Ich folge dir. Okay, Bodenziele, so verstanden. Dann hoffen wir mal, dass das keine schweren Panzer sind. Ne, die sehen. Das sind mittlere Panzer, glaube ich. Ja. Na gut, ihr habt gesehen, dass ich getroffen habe, aber es ist manchmal ein wenig. Ne? Schwierig. Aber okay, ich verschieße ja auch nicht sonderlich starke Schuss, von daher. Okay. Ach ja, stimmt, das Spiel ist gerade in der Beta-Phase, ne? Open Beta. Oder? Ich glaube, mittlerweile ist es schon raus. Ja? Es ist free to play. Krieg ich hier einen ab von irgendwem? Nee. Oder ist eine Flak, die ich. Verreck doch endlich, du Spaß, ja. Es macht auf jeden Fall Spaß. Und es ist free to play, wie man wahrscheinlich schon in dem Shop gesehen hat, weil irgendwie muss es sich ja finanzieren. Habe ich einen Hack? Ja, ich habe einen Hack, scheiße. Dann kommt jetzt Special Flugmanöver. Was er einfach mal mitgemacht hat. Dann werden wir ihn doch mal verwirren. Hat's geklappt? Nein, es hat nicht geklappt. Scheiße. Da gehen wir zu Boden. So, dann haben wir auch nur noch 4. Nur noch. Ich liege hier gerade auf dem Boden rum und schieß einfach so rum, voll YOLO so. Einfach kaputt auf dem Boden rumliegen. Ja, der ist ausgesprochen Hauptstadtflieger. Wo bin ich überhaupt hier gelandet gerade, Alter? Voll. Ach ja, ich zeige euch nochmal kurz die anderen Aktensichten. Ihr habt noch eine Cockpit-Ansicht. Jonas ist abgestürzt. Ja, ich habe ihn gerammt, weil ich ihn irgendwie zerschossen habe. Und außerdem, was noch interessant wäre, es gibt noch 3 Spielmodi, ne? Das Flak. Ne, Paschka? Ja. Erzähl uns mal die 3 Spielmodi, die du kennst. Ja. Arcade, dann einmal historische Schlacht und Realismus. Ja, genau. Realismus. Also wir spielen jetzt gerade Arcade. Nur den Cockpit-Modus, den kannst du dir ja mal zeigen. Ja, da ist er. Und man muss man sich wirklich, glaube ich, auf diese Instrumente hier verlassen. Oh, ich gucke in die Instrumente und krieg einen ab. Paschka! Du Sack. Ich wollte das bloß hin, ne? Simulieren, wie es aussieht, wenn man angeschossen wird, ne? Ja. Ja, da muss man auch darauf achten, dass man nicht zu schnell auf- und absteigt und so. Oder seinen Flügel verlässt, ficken. Ach, Mann. Ja, da hat's uns zerrissen. Aber es ist nicht hochgegangen, der Pilot lebt bestimmt noch. Ich hab irgendwen abgeschossen. Was? Ja, vielleicht. Peter, bist du in irgendwen reingerammt? Nee, ich wurde abgeschossen im Nachhinein. Komisch, weil ich jetzt gerade einen Abschuss bekommen habe, einfach so. Ich dachte, ich hätte dich getötet. Nee. Punkte bekommen. Ja, Friendly Fire macht Minus. Ja, und wie das Minus macht, ey. 2000 Punkte gibt das weniger. Man bekommt so pro Runde um die 1,5. In meinem Level. Ich weiß nicht, ich glaube, das steigt an, wenn man Level absteigt. Also, haben wir viele Kills, ne? Den hole ich mir hier. Den Tommy Hawk, oder wie der heißt. Tommy Mac. Nee, ich habe gerade mich umentschieden. Habe ich wieder umgeschrieben. Wo seid ihr eigentlich am Rumdümpeln? Hey Paschka, ich komme von hinten und habe irgendwas am Haken, glaube ich. Der Bursty, rette mich! Ja. Also, rette ich mich.
Oh. Alter Falter, das war knapp. Oh fuck, 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 fuck. So, mein Freund. Aber das war ein kluger Zug von ihm, sich langsamer werden zu lassen. Oh, scheiße, voll die Kollision, Alter. Fuck. Oh, shit, Mann, Alter. Da lebt aber nicht mehr viel von. So, mein Freund. Jetzt ist hier Ende mit Spaß. Oh Gott, nicht gut. Nein! Genau, ich flieg ran. Okay, gut, es war meine Schuld, aber trotzdem. Mein Flügel bricht ab und seiner nicht, oder was? Lappen. Hm. Ja, der war ein wenig größer als ich. Ach ja, Rammen ist hier ein wenig verpönt. Sagen wir verpönt. Ja, verpönt ist mal gut. Bloody Rammer. Ich glaube, das galt gerade mir. Will ich mein Cockpit an sich sehen. Boah, der wird mir schlecht bei. Euch auch? Okay, ist auf jeden Fall irgendwie lustiger im Cockpit, ne? Ja. Also ich versuche mal jetzt die Runde im Cockpit. Mal gucken, ob das irgendwie was wird. Ich glaube nicht, aber... Das wird schon schwierig. Komm, wir probieren es mal. Für den Spaß. Wenn der Spaß denn dann kommt. Ich wette, der Spaß bleibt deswegen jetzt aus. Es ist schon cool irgendwie so, immersionsmäßig. Ist für die Interessierten an euch, das Spiel unterstützt übrigens Track IR, sowie Joysticks und allen anderen Scheiß. Ist vielleicht interessant zu erwähnen. Was zur Hölle, Mann, Alter, der Typ fliegt genau, ne, wir fliegen aufeinander zu, er gibt zwei Schüsse ab, tötet man Piloten, der Wichser. Ja gut, der hat bestimmt 20 mm Geschütze, also es geht los bei 7,2 mm oder 7,62 und dann geht das hoch bis 50, glaube ich. Oh, den will ich haben. Mal gucken, ob ich den überhaupt treffe, ey. Ich weiß jetzt natürlich überhaupt nicht, was links und rechts von mir ist. Ah, ich hab einen Lag. Ich hab einen Lag. Nein, komm. Meister, Alter. Okay, ich treffe nicht einmal. Jetzt seht ihr oben links, dass meine Munition jetzt gleich nachgeladen wird. In realistischen Schlachten müsstet ihr dann zum Beispiel extra auf der Landebahn landen, um die dann nachladen zu lassen. Alter, echt? Ja, sicher. Oh, meine Güte. Alter, ich treffe überhaupt nicht, ne? Oh. Jetzt werde ich noch beschossen. Okay, ich glaube, er ist down. Weil er wird mir nicht mehr als Target angezeigt. Lappen. Okay, gut. Also ein... Ich neige die ganze Zeit den Kopf mit. Moment, das, den Spaß will ich mir gönnen hier unten. Ich bin raus. Alle meine Flugzeuge sind kaputt. Ich werde jetzt einfach nur noch random hier mal zuschauen. Tut und ihr ja. Könnt, wenn ihr auf irgendein Boot zufliegt und fast am Sterben seid, könnt ihr in das Boot reinfliegen. Dann macht sie auch nochmal Schaden. Kriegt ihr ja. Punkte dafür. Aber ich bin jetzt erstmal... Ja, ich schau mal Future zu, wie er fliegt. Alles klar, zerbomb mal das Ding da. Ich krieg das, hab ich selbst auch nicht kaputt, dann geht das. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, wo ich bin. Oh, Paschka! Wow, oh, oh, Alter! Ein wenig klar. Oh, Scheiße! Ey, mein Flügel ist kaputt. Mein letztes Flugzeug. Du hast mich zwar kaputt gedammt, Alter. Wie ich? Ja, ja. Wer sonst? Was? Ja. Wie, wo bist du denn längst geflogen? Ja, gegen dich. Oh nein! Ja, das ist natürlich geil, wenn die Teammates sich selber plätten, dann hat der Feind nicht viel zu tun. Paschka hat sich so ganz komisch bewegt, so jetzt guck ich dir zu, ich bin auch tot. Oh, der Druck, ich kann damit nicht umgehen! Hab ich wieder getroffen? Wie cool ist das denn? Und ich sag gerade noch am Anfang, ich treffe nichts in der Ansicht. Oh, ich glaub gar nicht, wie ich den Kopf neige die ganze Zeit. Tja, jetzt sitzt hier wieder im Arsch. Sauber. Abschussserie, ne, Abschusshilfenserie. Na gut, fast dasselbe. Sitzt der mir immer noch am Arsch? Ich sehe durch den Rücksitz nichts. Nee, hinter dir ist nichts. Aber ich stell mir das geil vor, wenn man so ein komplettes System hat mit Joystick und allem drum und dran. Oh, was ist denn jetzt passiert? Er kam von vorne, Alter. Auf einmal war mein Bildschirm, also meine Frontscheibe gebrochen und dann ging es auch schon runter. Aber einen haben wir noch. Dann ist auch für mich heute der Arsch ab.
Komm schon, laden, laden, laden. So, ein ausgesprochen hübsches Ding, nicht? Bitte. Oh, der ist schön wendig. Okay, unser Hauptauftrag ist es eigentlich, die ganzen Bodentruppen zu zerstören. Problem ist nur, keiner aus unserer Gemeinschaft, glaube ich, hat schon einen Bomber. Und noch ich, aber ich habe den schon verloren. Ah, okay, dann kann der Horror damit nicht umgehen. Man kann aber auch Bomben freischalten für die Flugzeuge. So. Okay. Genau, ihr könnt euch da relativ viel dann noch zufügen durch alle möglichen Power-Ups und so einen Spaß. Neuen Motor, Lack polieren und so für Luftwiderstand und all so ein Driss. Was ich aber auch geil finde, ist, dass die Bodeneinheiten zum Beispiel die Panzerkolonne einfach vorrückt, ne? Ja, richtig. Ach, haben wir darüber schon geredet überhaupt jetzt gerade in der Aufnahme? Dass noch geplant ist, Boden und Marine einzufügen? Noch nicht, aber kann ich mal erzählen. Boden, Marine soll eingeführt werden. Noch. Gut, dass wir geredet haben. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Seht ihr das, wie die Kugeln einschlagen? Das bringt einen Scheiß. Ja, das ist wie die Kugeln hinter dir einschlagen. Panzer. Brauchst du schwere Geschütze für. Gut, dann bringt uns das nichts. Dann muss ich jetzt auf Flugzeugjagd gehen. Warte, wo haben wir denn welche? Hier, das sind mir zu viele. Wo ist denn der Paschka eigentlich? 5, 6? Ja, ich bin nämlich gerade hinter dir. Okay, warte, wir fliegen mal mit Paschka zusammen. Also nicht kollidieren, sondern Information. Da, auf den SU-2. Okay. Hey Paschka, hast du da eine Bombe eigentlich dran? Das sieht so aus, wie hättest du eine? Ne, der hat glaube ich denselben Flattermann wie ich. Wow. Dann nähern sich aber einige, Paschka. Ja, jetzt hast du natürlich voll die Arschkarte, ne? Jo. Bist du down? Jo. Das ist natürlich scheiße. Ein Schuss, Cockpit, Pilot down. Oh, ich krieg gerade auch Weiche auf den Sack. Aber den will ich wenigstens noch einmal treffen hier, den Kollegen. Also diese fetten Treffer. Flugzeuge, Alter, die halten auch teilweise was aus, ne? Mhm. Oh, da sitzt einer direkt hinter dir, Mann. Oh, fuck. Ist hier irgendwas, wo ich reinfliegen kann? Future, lande, Future, lande. Ja, ich lande. Bruchlandung. Ja, wir haben gewonnen. Nicht. Oben seht ihr übrigens die Fortschrittsanzeige. Man sieht, die roten Leute haben noch ein wenig mehr als wir. Und deswegen, ne? Alter, das ist voller Scheiß, Mann. Aber ich habe vorhin drei Fahrzeuge runtergeholt. Junge, also platt gemacht. Beim Absteigen oder beim Abschmieren oder was? Ah, nein, als ich draufgeschossen habe. Junge, ich habe voll den super Flug geflogen. So, nia, nia, und dann mal gedreht und dann wieder. Nia, nia. Das heißt, das war auf einer Aufnahme, oder? Schon. Okay, machen wir mal die nächste Runde. Ja, im Prinzip, wir können euch das Ende jetzt eigentlich rausschneiden. Das ist nur noch Endbildschirm, wie viel Erfahrung man bekommen hat und wie viele Punkte und so. Von daher danken wir euch fürs Zuschauen und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.